Im dritten Panel geht es darum, wie aus dem einstigen Musterknaben Ungarn in Ostmitteleuropa so ein Sorgenkind werden konnte, das jetzt ganz Europa besorgt wegen seines Rechtspopulismus und auch dem großen Erfolg der rechtsradikalen Partei Jobbik. Insgesamt haben die Rechtspopulisten und die Rechtsextremen in Ungarn 70% der Sitze seit 2010 im Parlament. Und es sieht, da waren sich auch beide Experten einig, für die nächste Wahl 2014 nicht besonders gut aus, dass die Regierung Orbán abgelöst werden könnte. Jordi Dalos hat die ungarische Misere vor allem aus der Geschichte heraus erklärt und sagt, in Ungarn wird sehr hochgehalten die Erfahrung mit der Enttäuschung mit Europa. Immer wenn Ungarn in Not war oder Ungarn Hilfe gebraucht hätte, hätte Europa Ungarn im Stich gelassen. So ist jedenfalls die Sichtweise im eigenen Land. Und diese negative Illusion, wie er es nennt, und negative Sichtweise, die zum Teil berechtigt ist, zum Teil aber auch in Selbstmitleid sich auswirkt, mündet und in einem Opferstatus, der kultiviert wird. Diese Sichtweise wird ausgenutzt von der Regierung Orbán und mündet jetzt in eine breite antieuropäische Stimmung oder die gegen die EU gerichtet ist. Er beklagt eine Hasskultur in der Politik in Ungarn von Parteien, die sich nicht gegenseitig demokratisch besiegen wollen, sondern bekämpfen und vernichten wollen. Und Dalos sagt mit Blick nach vorne, es wird Generationen dauern, bis die ungarische Gesellschaft von dieser negativen Selbsteinschätzung und Stimmung, von diesem Pessimismus befreit haben wird. Das sagt auch Jenő Kaltenbach, der die Situation aus der Gegenwart heraus sehr kritisch betrachtet. Er gehört der ungarischen Opposition heute an in Budapest und er sieht auch wenig Chancen, dass sich da schnell etwas bessert. Auch er sieht die pessimistische Einstellung vieler Ungarn gegenüber ihrer eigenen Geschichte oder gegenüber ihrem eigenen Status in Europa. Er sagt, die rechtsextreme Partei Jobbik, die drückt nur aus, was die rechtspopulistische Partei Fidesz eigentlich auch denkt und was auch Regierungspolitik ist. Also beide sind sich sehr ähnlich und sehr rechts. Genau, Chancen für die Opposition sind gering, sagt auch Kaltenbach. Und er sagt auch, es wird lange dauern, bis sich was tut in Ungarn. Er spricht von dem Bild des langen, langen Tunnels, an dessen Ende er durch seine Brille noch gar kein Licht sehen kann. Aber Dalos wie Kaltenbach sagen, die EU soll nicht Ungarn zwingen, etwas zu ändern. Also sie wollen weder, dass Ungarn aus der EU ausgeschlossen wird, noch dass die EU drastisch Druck ausübt. Denn sie sagen, im Grunde muss sich das ungarische Volk aus dieser Misere, die es sich eingebrockt hat, jetzt auch selbst, diese Misere selbst auslöffeln. Und es ist immerhin eine Regierung, die sich die Mehrheit gewählt hat. Und nun müssen sie die Folgen sozusagen tragen, sagt Jordi Dalos. Und auch Herr Kaltenbach sagt, das muss aus Ungarn selbst kommen, die Selbstheilungskräfte.